Fame. Hier grüßen Rom und Sterne, ein Schildermeer. Mit Grüßen aus der Ferne, ich hab so Fernweh, Fernweh, Sehnsucht auf fremde Länder. Fernweh, 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 Bagdi, ist die ganze Welt so nah und Träume werden oft wahr. Ich steh vor Dubai und Brasil, Malaysias Nachbar ist Sydney, von dort zwei Schritte bis zum Broadway. Traveler aus aller Welt sind da, von Alaska bis Kanada, und Kerzenlichter leuchten für Frieden. The Signs of Fame, ihr grüßen Rom und Sterne, ein Schildermeer, mit Grüßen aus der Ferne. Ich hab so Fernweh, Fernweh, Sehnsucht auf fremde Länder. Fernweh, 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 Bagdi, ist die ganze Welt so nah und Träume werden oft Müssen Sie nicht sein. Ich bin ganz nett, ja. Ich weiß nicht. Ja, wir freuen uns heute sehr, liebe Besucherinnen und Besucher unserer Fernweh-Park Homepage, die Bundestrainerin der deutschen Frauennationalmannschaft, Frau Martina Voss-Tecklenburg, in die Science of Fame aufnehmen zu dürfen. Es ist uns eine große Ehre, dass Sie heute dabei sind. Wir setzen damit vor allen Dingen auch ein Zeichen gegen Rassismus und für die Buntheit der Menschen auf unserem wunderschönen blauen Planeten Erde und natürlich auch für eine friedvollere Welt. Ja, vielen Dank dafür. Wir haben uns zu bedanken, und das Ganze schaut so aus. Das ist der Fernwehpark im Markt Oberkrotzau bei Hof. Ja. Ein Schilderwald als Zeichen eben für eine friedvollere Welt.
Und jetzt wollen wir eigentlich gleich zur Tat schreiben. Wir haben Ihnen ein wunderschönes Starschild mitgebracht. Und da bitten wir Sie, in diesem Freiraum hier zu signieren. Ja? Das mache ich sehr gerne. Das ist sehr schön. Gut, dass Sie einen langen Namen haben, ne? Ja, genau. Kann man schön die Fläche füllen. Da haben Sie recht. Und mit dem Stift in der Hand, als wenn Sie gerade signiert hätten, schauen wir doch mal zu unserer Hauptfotografin hier. Wunderbar, danke sehr. Ich habe zu danken. So, jetzt geht es gleich weiter. Wir haben nämlich natürlich einige Posen auf Lager, die wir abarbeiten für unsere wunderschöne Bilderstory. Wenn wir das jetzt noch einmal so präsentieren. Und wenn es immer geht, machen wir noch über dem Schild so ein kleines Shakes Hand Foto. Wunderbar, vielen Dank. Sehr gerne. So, jetzt stellen wir das Ganze in den Hintergrund. Jetzt spielen wir etwas Hollywood. Ich darf Sie mal bitten, Platz zu nehmen. Bitte sehr. So, und ich ehre das immer unseren Stars und berühmten Persönlichkeiten, wie das Ganze vonstatten geht. Sehr gerne. Und zwar, beide Hände mit gespreizten Fingern so wechselseitig anlegen. So. Genau, so. Und dann mit der linken Hand rein und mit der rechten Hand jeden einzelnen Finger fest eindrücken. Okay. Am Anfang hat man das Gefühl, dass es etwas schwer geht, aber wenn dann der Ton die Körperwärme angenommen hat, dann gleiten die Finger fast wie von selber leicht. Dann probieren wir es. Jetzt probieren wir es schon mal. Ja, also linke Hand rein. Okay, genau. Und beim Eindrücken bitte ich Sie, in die Kamera zu gucken. Sehr schön. Das ist nur einfach. Ja. Am besten ist es so. Kann das besser mit den Füßen. Das könnten wir eigentlich auch immer probieren. Ne? Und wenn Sie schon was. Ja. Da gibt es schon was. Ja. Und wenn Sie rum sind, noch einmal hier beginnen und ganz langsam rein drücken, wechselseitig noch mal zurück bis zum kleinen Finger und dann merken Sie, wie es reingeht. Wir haben eine kleine Problemzone und das ist der Handball. Ja. Und deshalb bitte ich unsere Stars immer mit vollem Gewicht, wenn dann die Finger drin sind, noch mal auf den Handballen zu gehen. Und jetzt schauen wir doch schon mal hoch. Ja, wunderbar. So, sehr schön. Sollen wir es machen? Jetzt könnten wir es mal rausnehmen. Ja, das schaut ja toll aus. Ja. Oder? Super, ne? Das haben Sie toll gemacht. Als ob wir das tagtäglich machen. Ne? Ja, genau. Also wenn dann haben wir noch eine kleine Macke, aber das kriegen wir hin. Das ist, war der Fingernagel zu lang. Das ist original. So. Das Ganze jetzt nochmal umgekehrt mit der anderen Hand. So, jetzt nochmal andrücken und beim Drücken zu unserer Fotografin gucken. Sehr schön. Ist aber schön kalt. Ja, ist auch kalt draußen. Genau. Sie merken, oh ja, es kommt immer etwas auf die Konsistenz an, aber der ist sehr gut angemischt. Schaut gut aus. So, zurück. Sehr schön. Aha. Wunderbar. Und noch einmal unsere Problemzone der Handballen, dass der schön reingeht. Genau. Sie machen das wunderbar. Toll. Sehr schön. So. Gut. Und? Und jetzt langsam mal ausheben. Und jetzt bitten wir Sie,
Ihren Namenszug, da haben Sie eine schöne, lange, freie Fläche, denn der Name ist ja ziemlich lang. Das bekommen Sie da sicher rein. Also langsam reinmalen. Okay. Ja? Gut. Jetzt gehe ich mal kurz aus dem Bild. Mit Vorname? Ja, mit Vorname. Wunderschön. Genau rein, als wenn wir es ausgerechnet hätten. Sehr, sehr schön haben wir das gemacht. Ganz toll. Das darf ich Ihnen nicht abnehmen. Und jetzt kommt eigentlich die wichtigste Pose. Nämlich das symbolische Heben der Hände gegen Rassismus und für eine friedvollere Welt. Und jetzt bitten wir Sie, Frau Versteckenburg, Ihre Hände wie einen Spiegel hinter Ihren Abdrücken so aufzustellen. So hochkant aufzustellen, genau. Schön. Ja, passt. So, und jetzt wollen wir das Ganze natürlich auch noch unseren Zuschauern präsentieren. Und Sie bitte noch mal kurz sitzen bleiben. Dann sind wir gleich fertig. So, wenn Sie so freundlich wären, das noch mal zu halten. Das sind zwei Schalen. Am besten noch einmal setzen, dann haben wir alles auf dem Bild. Sehr schön. Darf ich ihn noch mal kurz abnehmen? Ja. Ja, und bei dieser Gelegenheit wollen wir Ihnen natürlich auch noch einen O-Ton entlocken. Fragen wir uns, ist das bei der Aufnahme Design to Fame, was assoziieren Sie mit dem Begriff Fernweh? Welche Bilder ziehen da, sagen wir mal, in Ihrem Kopfkino vorüber, wenn Sie den Begriff Fernweh hören? Ja, wenn ich den Begriff Fernweh höre, dann habe ich wirklich Bilder ganz unterschiedlicher Art und Weise im Kopf. Also sowohl das weite Meer, blau, Farben, den Sand, die Sonne. Ich liebe die Sonne und reise ja auch viel. Darf durch den Fußball, durfte ich schon als junges Mädchen sehr viel reisen. Aber Fernweh heißt auch Berge, Wüste, aber auch schwierige Situationen. Also alles, was eigentlich auch dann mit unserer schönen Erde, die ja ganz viel hergibt, ja, verbunden ist. Und ich hoffe, dass ich die Möglichkeit habe, in den nächsten 20 Jahren noch sehr viel durch die Welt reisen zu dürfen, um eben vor allen Dingen Menschen kennenzulernen. Das ist sehr schön. Wir bereisen ja auch seit 40 Jahren die Welt. Waren in Australien, waren in Neuseeland, wo Sie demnächst zur Fußball-Weltmeisterschaft hingehen. Ich hoffe, Sie sehen auch etwas vom Land selber. Ansonsten kann ich es nur empfehlen als Reiseurlaubsland. Traumhaft schön. Ja? Ja, danke. Danke. Ja, vielen Dank und morgen natürlich viel Erfolg für das Länderspiel Deutschland-Brasilien. Dankeschön. Und Ihren Mädels, Ihren Frauen, viel Erfolg. Danke. Gebe ich weiter. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Seid ja super vorbereitet. Sehr gut. Dankeschön. So, danke. Ja, vielen Dank nochmal. Also ganz toll. Fühle mich sehr geehrt. Danke. Ich darf Ihnen noch ein kleines Geschenk mitgeben. Und zwar...
Alles gut, das geht. Das auf Schwarz sieht es genau. Besonders aber gut. Aber wir gehen ja gleich auf den Fußballplatz. Wenn du gerade dran bist, stell uns noch einmal hin. Ja, danke schön. Weil, da wir ja Ihr großer Starschild zur Präsentation im Fernsehpark entführen, haben wir Ihnen ein Miniaturschild mitgebracht zur Erinnerung an Ihre Aufnahme in Designs of Fame. Super. Und da der Fernsehpark ja völlig kommerzfrei ist, auf Idealismus basiert, bitten wir Sie, die noch für unsere Sponsoren zu unterschreiben. Das eine ist, wer für Franz? Für Franz? Der hat nämlich den Entwurf gemacht. Genau. Wir schicken das nochmal neutral. Gelb. Ach ja. Das darf ich Ihnen geben. Da hält sie nämlich noch unser Aufkleber drauf. Dann haben Sie selber mal unterschrieben. Das ist doch auch gut. Das gab ich nochmal. So, vielen Dank. Liegen wir in der Zeit. Ja. Wunderbar. Und wenn Sie mal durch Oberfranken fahren an der A9 Berlin-München. Herzliche Einladung in den Fernsehpark, sich das mal anzuschauen. Auf jeden Fall. Und Ihr signiertes Schild zu besuchen. Ja. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Dankeschön. Machen Sie wollte gerne noch Foto haben. Sie hat immer gearbeitet. Und dann sind Sie schon entlassen. Da machen wir das, oder? Ja. Komm.